Guten Morgen, guten Abend. Guten Morgen. Es ist natürlich nicht so ein erfreulicher Tag heute, ist klar. Es ist der traurige Schlusspunkt hinter einer ziemlich verknorzerten Saison. Ja, eine grosse Enttäuschung, muss ich sagen. Ich hatte grosse Hoffnungen, als ich die Mannschaft übernommen habe, dass ich das Ziel noch erreichen könnte. Es ist sicher, als ich die Mannschaft übernommen habe, eine schwierige Situation gewesen. Wir hatten einige Punkte an Rückstand und wir hatten die Hoffnung gehabt, bis am letzten Tag uns noch zu retten. Es gibt eine Menge Gründe, die letzten Endes zu dem Abstieg führen und geführt haben. Aber ich möchte im Detail nicht wirklich darauf eingehen und trotzdem zwei Sätze dazu verlieren. Das Problem hat nicht gestern seinen Anfang und sein Ende gehabt, sondern das hat weit vorher begonnen. Das ist der erste Satz. Der zweite ist, wenn wir nicht am Platz zu 100% als Team, als Einheit auftreten, wo der eine mit Herzblut, mit Leidenschaft den anderen unterstützt, bereit ist, dahin zu gehen, wo es weh tut, die Fehler miteinander ausbügelt und gute Situationen miteinander kreiert und Tore gemeinsam schießt, dann wird man am Ende wahrscheinlich nicht erfolgreich sein können. Heute ist der erste Tag von der Operation Wiederaufstieg. Unsere sportliche Leitung mit dem Jeff Saibene als Cheftrainer, mit dem Heinz Peischl als Sportchef, hat den Auftrag, um sofort eine wettbewerbsfähige Mannschaft aufzustellen, um sofort wieder in die Superliga aufzusteigen. Also wir werden 30 Spiele haben, nach 30 Spielen werden wir an der Tabellenspitze stehen. Wir werden den Aufstiegsvier haben in St. Gallen und wieder dort sein, wo wir hingehören, nämlich unter den 10 besten Fußballclubs in der Schweiz.